Prüfungstermin im Taunus. Hallo, Herr Fuß. Der 62-jährige Bernd Nether aus Lautert unterzieht sich einem freiwilligen Fahrfitness-Check für Senioren. Herbert Fuß vom ADAC gibt seine ersten Anweisungen. Ich habe einen Beobachtungsbogen dabei. Ich sage Ihnen jetzt nicht, worauf ich achte. Sie fahren Ihren ganz normalen Stil, wie Sie sonst auch immer fahren. Ja, eigentlich gut. Für Bernd Nether ist es bereits der zweite Test dieser Art. Er will auf Nummer sicher gehen. Ich denke mir, im Alter sind die Fähigkeiten etwas herabgesetzt. Und deswegen möchte ich gerne wissen, ob ich noch fähig bin, am Verkehr zufriedenstellend teilzunehmen. Mit mehr als 60 Jahren Fahrerfahrung und 300 PS unter der Haube geht's auf die Strecke. Eine ganz normale Tour in der Umgebung, so wie sie der ehemalige Arzt noch fast jeden Tag absolviert. Zuerst geht es über Land. Herbert Fuß arbeitet bereits unauffällig seinen Prüfungskatalog ab. Zum Beispiel kann Bernd Nether die Spur halten. Also ich beobachte es jetzt. Fährt er zu weit rechts? Fährt er zu weit links? Orientiert er sich an dem vorderen Fahrzeug? Hält er den Abstand weit genug ein? Reagiert er, wenn das vordere Fahrzeug bremst? Und vorne fahren wir rechts weiter. Da müssen wir auch rechts fahren. Das wollte ich nur hören. Das geht gar nicht anders. Das wollte ich nur hören. Muss man da jetzt einen Blinker? Innerorts in Nastetten wird es etwas kniffliger. Mehr Signale, mehr Ablenkung, mehr Verkehrsteilnehmer. Jetzt wäre ich noch gefahren, aber da der Herr Fuß rechts neben mir sitzt. Haben Sie das? Warte ich mal lieber. Haben Sie aber vollkommen recht. Dann hätte ich nämlich was gesagt. Bernd Nether hat Spaß am Fahren. Ein Glück, denn viel anderes bliebe ihm auch nicht übrig. Denn es ist ja auch notwendig, auf dem Land mit dem Auto zu fahren, weil die Infrastruktur hier des öffentlichen Verkehrs ja sehr, sehr schlecht ist. Ja. Doch die Zeiten, in denen der Führerschein in der Regel ein Leben lang gültig bleibt, könnten vielleicht zu einem Ende kommen. Nach Plänen der EU-Kommission sollen alle ab 70 die Fahrtauglichkeit alle 5 Jahre neu nachweisen. Zum Beispiel mit einer Selbstauskunft, einem ärztlichen Attest oder auch mehr. Aber warum sollen Senioren regelmäßig überprüft werden? Sind sie auffälliger als andere Autofahrer? Wir fragen nach bei Siegfried Brockmann von der Unfallforschung der Versicherer. Eins ist klar, jenseits des 75. Lebensjahres sind Senioren bezogen auf ihre Fahrleistung in Kilometern genauso schlecht wie die jungen Fahrer von 18 bis 24 Jahren. Und das ist ja unsere Hauptrisikogruppe. In absoluten Zahlen sind Senioren nicht häufiger an Unfällen beteiligt als jüngere Fahrer. Aber sie fahren mit 3.000 Kilometer pro Jahr auch viel weniger als ein durchschnittlicher Autofahrer, der 14.000 Kilometer zurücklegt. Was die Zahl der Verursacher betrifft, sehen wir genau dasselbe wieder wie in den relativen Unfallzahlen, nämlich dass Senioren zu gut 3/4 aller Unfälle auch der Verursacher sind, wenn sie dort beteiligt sind. Wie häufig fallen Senioren durch ihr Fahrverhalten auf und was passiert dann? Wir machen eine Stichprobe bei der Führerscheinstelle der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße. Pro Jahr zieht die Behörde bis zu 250 Führerscheine ein, wegen zu vieler Punkte in Flensburg, Alkohol, Drogen. In rund 50 Fällen jährlich gibt es Zweifel an der Fahrtauglichkeit von Senioren. Wir versuchen ja, auf einen freiwilligen Verzicht hinzuwirken. Das gelingt in den meisten Fällen. Aber ja, so bei 10% der Fälle bleibt dann letztendlich doch nur der Entzug der Fahrerlaubnis. Zurück zu Bernd Nether in den Taunus. Jetzt geht es ums Einparken. Wo stelle ich mein Fahrzeug am besten hin? Wie komme ich am besten rein? Wie komme ich am besten noch raus? Hier haben wir hier auch noch rein. Ja. Das ist auch wieder so eng. Herr Nether, wenn Sie jetzt den hier vorne genommen hätten, neben den dem Gelben, ja wären Sie top dran gewesen. Aber hier bin ich auch top. Ganz genau. Einmal frei. Gut. Fazit der Testfahrt. Bernd Nether ist mit seinen 82 Jahren unterm Strich noch immer ein sicherer Autofahrer, meint Herbert Fuß vom ADAC. Aber der Test ist freiwillig und bleibt eigentlich unter 4 Augen. Ob und wie die Pläne der EU-Kommission in Deutschland umgesetzt werden, ist fraglich. Bernd Nether und seine Frau haben aber eine klare Meinung.
wie lange sie sich noch hinter das Steuer setzen werden. Wenn jetzt Herr Fuß zu mir sagen würde, da waren etliche Fehler drin und ich glaube, Sie sollten nicht mehr Auto fahren, dann muss ich doch auch die Konsequenz daraus ziehen. Und dann muss ich auch das Fahren sein lassen. Das sei er sich und allen anderen schließlich schuldig.